Ja, die Liebe zu einer Partnerin kann noch so groß sein. Irgendwann braucht der Mann eine eigene, ungestörte Rundfahrt mit seinem Motorrad oder Motorroller. Für heute hatte ich eine besonders große Rundfahrt geplant. Und zwar wollte ich mit meiner Honda PCX beginnend ab dem Mini Siam über die Hauptstraße Sukhumvit bis nach Südpattaya, dann nach Nha Nhom Thien und runter nach Sattahip bis fast zum Flughafen Utapao fahren, um dann wieder über die Berge nach Pattaya zurückzukehren. Wenn man dann noch unterwegs drei Tempelanlagen ansieht und ein Café besucht, dann ist man mit dieser Rundreise mehrere Stunden beschäftigt. Wir beginnen mit der ersten Tempelanlage, dem Wat Nong Yai, der sich in unmittelbarer Nähe des Mini Siam in Pattaya befindet. Genauso wie die Tradition Songkran hat auch das Kong Ho Pattaya Festival eine feste Tradition, dass am Mittwoch, dem 17. April im Wat Nong Yai an der Sukhumvit Road gegenüber dem Bangkok Hospital ausgerichtet wird. Auch hier steht im Fokus der Erwerb religiöser Verdienste, dem sogenannten Tambun. Zu den Höhepunkten zählen Sandpagodenbauten, viele traditionelle thailändische Wettkämpfe sowie Aufführungen mit Volksmusikstars in den Abendstunden. Kurzum, es gibt dort viel Spaß, Spiel und Musik sowie die Chance, Punkte für das Karma-Konto zu sammeln. Die Veranstaltungen finden jeweils von 9 Uhr bis 23 Uhr statt. Dem Pattaya Blatt als örtlicher Presse konnte entnommen werden, dass im Wat Nong Yai eine große Buddha-Statue in Gold gegossen wird. Am 6. Dezember 2018 wurde mit der Gießung einer goldenen Buddha-Statue begonnen, die eine Höhe von 15 Metern und an der dicksten Stelle eine Breite von 10,50 Meter haben wird. In Anwesenheit hoher politischer und religiöser Persönlichkeiten wurde die religiöse Zeremonie geleitet. Viele Gläubige waren gekommen, um Goldschmuck zum Gießen zu spenden, weil sie sich dafür Glück und Gesundheit erhofften. Diese Buddha-Statue im Wat Nong Yai wird zu Ehren des 87. Geburtstages seiner Majestät des Königs gefertigt und das Budget dafür aus der Stadtkasse von Pattaya beträgt insgesamt 6 Millionen Baht. Beginnen wir unser Video mithin im Wat Nong Yai an der Sukhumvit Road gegenüber dem Bangkok Hospital.
way he tries to break you down and tries to keep you insecure about your hair, about your dress, and all that, babe. I wanna take you away, 'cause what I see is so true. And God defines you. Gotta believe me, it don't even matter what he says. I think my heart knows you the best. Put it in my place, and I can't let you stop being you. 'Cause I know you, babe, like you don't know you, babe. Wish we were closer, babe, 'cause I would never. See, I'll never try to change you into something you're not. Just like the man in your life who knew not what he got. I like the way you are, the way you are. I like the way you are, the way you are. If I ever saw you change, then my whole world would stop. I wanna go back in time so I can change every clock. I like the way you are, the way you are. Attraction, it's my satisfaction. Everything I see about you pleases me. I want to say, there's no need to stay. Don't misunderstand me, I know it ain't easy to make go of what you always really thought was meant to. Südlich von Pattaya, in der Gegend Sattahip, finden wir direkt an der Sukhumvit Road den Tempel Wat Tep Prasar. Es handelt sich um eine Andachtstätte, auf der sich auch ein großes Krematorium befindet. Zugehörig zu dieser Feuerstätte findet sich im hinteren Teil der großen Anlage ein Friedhof. Das Schmuckstück der Anlage ist und bleibt jedoch ein Wat, der vollständig mit Silber überzogen ist. Gerade dieser Watt erscheint als besondere Attraktion im Rahmen der Andachtstätte und beeindruckt durch seine ungeheure, glitzernde, silberne Fassade. Ganz besonders imposant ist es, wenn die Sonne direkt auf den Watt scheint und dadurch der gesamte Gebäudekomplex, welcher mit Silber überzogen ist, vollständig zu glitzern scheint. Und nun viel Spaß beim Besuch des Wat Tep Prasar in Sattahip. Hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this old. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh.
Und nun kommen wir zum eigentlichen Ziel unserer Reise, nämlich dem The Bikers Café in Sattahip. Das Bikers Café befindet sich direkt bei Kilometer 183 an der Sukhumvit Road, linksseitig gelegen in Fahrtrichtung Utapau Flughafen. Das Café ist in dem kleinen Ort Plutaluang im Bezirk Sattahip gelegen und ist dank einer überdimensionalen, hoch in den Himmel ragenden, knallorangen Kaffeetasse nicht zu übersehen. Die Wahl des Standortes war natürlich kein Zufall, befindet er sich doch auf einem Abschnitt der beliebten Biker Route, auf dem sich auffallend viele Cafés wie Perlen an einer Kette aneinanderreihen. Der Schweizer Martin Koller hat sich mit der Einrichtung des Bikers Café einen langjährigen Traum erfüllt. Er ist passionierter Biker, er ist Gründer des Clubs Happy Biker MC, er ist Oldtimer-Sammler sowie Mitorganisator der Classic Car Show Pattaya und Gründungsmitglied der Classic Car Friends of Pattaya. Insofern hat er sich in der Kombination aus Bikertreff und Café den langjährigen Traum erfüllt. Martin Koller entdeckte das Eckgrundstück im Oktober 2018 und investierte ein halbes Jahr harter Arbeit, um dort das Bikers Café Thailand zu eröffnen. In enger Zusammenarbeit mit Architekten, mit Künstlern und Landschaftsdesignern schuf er ein als Café konzipiertes Bikertreff und somit ein außergewöhnliches Ausflugsziel für große und kleine Motorradfans. Man könnte fast sagen, dass es sich hierbei um eine Liebeserklärung an das letzte Abenteuer auf den Straßen verstanden werden kann. Das Café wird gesäumt von lichtdurchfluteten Panoramaglasscheiben und es befindet sich dort ein Gartenbereich, in dem sich kunstvolle Chopper-Skulpturen, zwei wasserspeiende Motorräder, ein Springbrunnen und eine haushohe Nachbildung einer Harley-Davidson als Eyecatcher befinden. Außerdem hört man brachiale Motorengeräusche, die ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sobald man sich diesem Monstrum nähert. Als persönliche Anmerkung darf ich festhalten, dass ich selten so zuvorkommend und freundlich bedient worden bin, sehr gute Speisen zu mir nahm und darüber hinaus dies alles in einem sehr kunstvollen Ambiente, das insgesamt zu überzeugen vermag. Und nun viel Spaß am The Bikers Café Thailand. I have to figure out, 'cause my heart is breaking down. Oh, why did you hurt me so? Without a word you let me go. So when did you decide to leave? You just didn't care anymore. I should have known, I should have known. And now, everything that I do doesn't mean a thing to you. I should have known, I should have known that I'm not the only one, the one that you were searching for. And I cared so much for you, but now I realize that now there's nothing I can do about it. And even if I tried to fix it, hey, I should have known. Don't know what to do or say, but I do know you took my soul away.
guess I was wrong. So when did you decide to leave? You just didn't care anymore. I should have known. And now, everything that I do doesn't mean a thing to you. I should have known that I'm not the only one, not the one that you were searching for. And I cared so much for you, but now I realize that now there's nothing I can do about it. And even if I tried to fix it, hey, I should have known. I can't let it go. If you had only told me so, you know you played with my heart again. And that ain't right. I gotta make myself remember that I deserve so much better. You don't belong. For them players. Been doing so good, stacking that paper, you know I made it out the hood. But still I find you've been on my mind, and I just wanna let you know. I heard you got a man, but can he do it like me? Give you that loving and take care of you like me? Can't you see I got what you need? Nobody's gonna give you more. Girl, it's crazy, you are my baby, and I should've never let you go. Nur wenige Meter entfernt von The Bikers Café Thailand befindet sich direkt an der Sukhum Vit Road, aber nicht sofort erkennbar, ein weiterer Tempel mit Namen Wat Plu Tha Luang, ebenfalls in Sattahip. Um diese wunderbare Tempelanlage zu finden, muss man vom Bikers Café zurück auf die Sukhum Vit Road in Fahrtrichtung Utapao Airport, wobei man nach ca. 200-300 Metern links in ein Dörfchen abbiegt und dann eine Berghöhe hinauffährt und dort die fantastische Tempelanlage findet. Nachdem man die Anhöhe mit dem Motorroller hochgefahren ist, findet man dort eine Andachtsstätte, die sich insbesondere durch sehr kunstvolle und bunte Drachenfiguren, mehrköpfige Drachenfiguren, auszeichnet. Im Innern der erhöhten Tempelanlage befinden sich eine Vielzahl von Buddha-Statuen
und man hat vielfältige Möglichkeiten, sich dort Tambun zu erwerben. Während meines kurzen Aufenthaltes konnte ich feststellen, dass insbesondere Einheimische dorthin fahren, um ihre Wünsche zu äußern, Andacht zu tun, um Tambun zu erwerben und in meditative Versenkung zu verharren. Besonders beeindruckt haben mich allerdings die farbenfrohen, kunstvollen Drachenfiguren, die mehrköpfig ausgestaltet sind, sowie die bunten Schlangen, die sich auch einen Teil des Hügels an der Straße hinunterschlängeln. Und nun viel Spaß beim Besuch des Wat Plu Ta Luang in Sattahip. Flying on a broken wing, holding on to anything of you. I can't seem to see your face. All I ever said to death consumed. So what did you let on fire? Guess I died with you.